Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute wird ein Kuchen gebacken, und zwar ein Apfelkuchen, der aber wirklich auf die Schnelle gebacken ist. Ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, wow, das ist wirklich mal ein Kuchen, den man einfach mal vielleicht auch vormittags backen kann, wenn sich gerade noch Besuch ankündigt. Bei mir ist der jetzt erst für morgen, aber ist egal, trotzdem ja mal eine schöne Variante, mal was Schnelles. Aber hoffentlich natürlich trotzdem genauso gut. Und ich hatte nämlich jetzt noch Äpfel übrig, die habe ich sehr günstig gekauft, und da ich die ja so nicht essen kann, habe ich gedacht, so schnell noch mal einen Apfelkuchen. Also 170 Gramm Mehl, was ja auch wirklich nicht viel ist, 1,5 Teelöffel Backpulver und 2 Eier, immer als glücklich natürlich. Eine Packung Vanillezucker. Ich habe hier meinen selbstgemachten Vanillezucker, und dann nehme ich einen Teelöffel. 90 Gramm Zucker und 100 Gramm Butter oder Margarine, was man da, ups, nehmen möchte. Ich habe die schon gestern Abend aus dem Kühlschrank getan. Da ist die ziemlich weich, weil heute ist mal tatsächlich mal wieder ein schöner Tag. Wir hatten ja nicht so viele warme Tage dieses Jahr, aber ja, also der Herbst, der will es wohl ein bisschen rausreißen. Aber wie gesagt, ich bin ja gar nicht so ein Fan von so einer Hitze. Und das geht nämlich jetzt richtig fix. Das wird nämlich nur 40 Sekunden und auf Stufe 5 verrührt. Also das ging jetzt so schnell, 40 Sekunden, und ja, ist wirklich gut verrührt. Ja, und ich rühre jetzt nochmal von, also kratze mir nochmal von der Seite das jetzt hier runter. Und ich habe hier meine Springform, und da habe ich einfach nur mein Backpapier unten eingespannt, und ich fette da jetzt auch nichts. Und während ich es jetzt nochmal kurz zum Abschleudern in den Thermomix getan habe, kann ich nur sagen, das kann man natürlich auch super ohne Thermomix machen. Das schafft natürlich auch jede andere Küchenmaschine oder Handrührgerät. Einmal gut verstrichen. Und jetzt kommt einfach die Arbeit, die ein bisschen lästig ist, ja. Also 8 Äpfel habe ich, und die werden geviertelt und auch geschält, und das Kerngehäuse hat natürlich rausgeschnitten. Also das war jetzt ein bisschen eine lästige Arbeit, ne? Also ich wiege es ein, es waren 8 Äpfel. Ich habe jetzt auch den Topf nicht sauber gemacht, weil die Äpfel kommen ja sowieso gleich mit dem Teig zusammen. Deswegen wäre es unnütz. Also 662 Gramm Äpfel sind das. Mit dem immer schwankenden 1 Gramm hier. Und das wird jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 4 zerhäckselt. Und zack, ist das wirklich auch nur noch so ein Brei. Ja, das wird jetzt gleichmäßig hier verteilt auf dem Boden. Und auch diesmal mache ich den Topf nicht sauber, weil da wird ja jetzt gleich noch der Guss hergestellt, aber der kommt dann ja sowieso auf die Äpfel, und ja, dann brauche ich den nicht sauber machen. Also hier einmal gleichmäßig verteilt. Und für den Guss kommen jetzt nochmal 2 Esslöffel Zucker, ein Becher Schmand, dann 200 Gramm Sahne. Niemand hat behauptet, dass es ein Diätkuchen wird. Ich sagte nur, geht sehr schnell, aber Diät wird trotzdem nicht. Und ich habe jetzt auch schon eben die Zeit noch genutzt, dass ich schon mal den Backofen auf Umluft 180 Grad einstelle. Denn jetzt geht es ja gleich ganz schnell, und dann, ja. So, jetzt noch das Puddingpulver hinzu. Zusehen, dass es nicht auf dem Messer landet. Und das wird jetzt auch noch mal für 10 Sekunden auf Stufe 4 vermischt. Das ging also auch total schnell. Und das wird jetzt hier verteilt. Also das ist nicht nur, dass es ein sehr schneller Kuchen ist, sondern auch, dass ja wirklich keine verrückten Sachen da reinkommen. Also das sind ja wirklich auch Sachen, die man vielleicht da hat. Also Schmand habe ich eigentlich immer da. Diesen haltbaren nehme ich da immer, und der ist ja, weiß nicht, ein Vierteljahr mindestens haltbar. Deswegen den habe ich immer da. Ja, so Mandelblättchen eigentlich auch. Na gut, Äpfel. Naja, aber jetzt vielleicht wer Äpfel essen kann, wird ja in der Saison jetzt wahrscheinlich auch Äpfel da haben. Ich kaufe sie ja immer nur speziell.
Obwohl ich hoffe, ich gucke jetzt schon immer, dass jetzt endlich wieder der Santana kommt. Der Santana, den gibt es ja nur ungefähr ein Vierteljahr. Das ist ja der Allergiker-Apfel. Und auf den freue ich mich schon. Da gibt es ja auch wieder One Apple a Day Keeps the Doctor Away. Und jetzt kommen nur noch die gehobelten Mandeln darüber. Und ich messe mir das auch nicht ab. Es steht, glaube ich, im Rezept 75 Gramm. Hier sind drin 100. Ach, das soll der falsche Geiz. Es ist Wochenende. Wenn dann so eine x-lige Menge da noch übrig bleibt, dann hat man die wieder im Schrank und damit kann man dann auch nichts anfangen. Deswegen bei mir 100 Gramm. Das ist aber wirklich die einzige Abänderung, die ich jetzt hier mehr rausgenommen habe. Das Rezept habe ich im Internet gefunden und das kann ich euch auch verlinken. Und wenn der Backofen jetzt gleich piept, also ich denke, dass es nicht mehr lange dauert, geht er für eine Dreiviertelstunde. Wer sagt's denn? Für eine Dreiviertelstunde jetzt auf mittlerer Schiene bei 180 Grad Umluft. Nach genau 45 Minuten habe ich ihn jetzt rausgenommen, weil das reicht. Aber der muss jetzt erstmal abkühlen, weil das ist oben diese Schmand-Sahne-Mischung, die so als Guss ist, das ist jetzt noch weich, weil das ja jetzt so gerade wie gekocht ist. Ja, also ich habe mich genau in die 45 Minuten gehalten und der darf jetzt auskühlen. Ich lasse den auch in der Form und bei mir gibt es den jetzt erst morgen. Also ich denke, wenn der ausgekühlt ist, vielleicht so in 2 Stunden oder so, würde der auch schon super schmecken, auch gerade lauwarm. Aber ich lasse den einfach in der Form und morgen gibt es den Anschnitt und die Geschmacksprobe. Ja, so lange müssen wir uns auch gedulden. Wenn ich auch finde, dass er wirklich sehr, sehr, und das riecht hier nach Apfel und Mandel, das ist schon Herbst-Feeling pur. Bei mir ist jetzt ein Tag später und natürlich ist der dann auch wieder so ein bisschen so eingesackt, weil das, was jetzt durch den Pudding da so aufgeblubbert war, das ist dann natürlich beim Abkühlen auch wieder zusammengefallen. Ja, aber man sieht hier, der Boden ist richtig toll. Hier ist die Apfelschicht und ja, oben noch die Mandeln. Und das ist auch ein Apfelkuchen, den ich essen kann, einfach weil der Apfel durchgegart ist und also auch was für die Apfelallergiker. Und der ist richtig, richtig gut. So saftig. Also total toll. Und ich finde das auch mit dem Mandelblättchen so gut. Ja. Also, wenn mein Besuch heute kommt. Ja gut, ein Stück fehlt schon. Brauche ich mich nicht schämen. Also, totale Empfehlung von mir. So einfach, so schnell und ohne verrückte Sachen. Ja, also, ich kann euch das Rezept verlinken. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mich eigentlich auch total dran gehalten, glaube ich zumindest. Ja, also viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.